Hallo, hallo, heute zum Thema Beweglichkeit und Mobilisation. Für das wir beweglich bleiben, ist es wichtig, dass wir unsere Gelenke und Muskeln immer bewegen. Und da gebe ich dir heute ein paar Tipps. Die Reihenfolge, die du machst, ist im Prinzip völlig egal. Wichtig ist, dass du alles ein bisschen dehnst. Wir fangen an mit den Armen. Du kannst beide Arme zugleich hinter dem Rücken abdrücken und dann so heben. Schau darauf, dass die Ellbogen zusammen sind, also die Ellbogen nicht da außen, sondern die Ellbogen zusammen beim Kopf und dann so weit hinter dem Rücken abdrücken, wie es geht. Beim Dehnen, beim Mobilisieren ist im Prinzip wichtig, jede Übung 1 Minute zu haben. 1 Minute mindestens, wenn es geht 2 Minuten, weil erst nach 1 Minute sich die Muskeln quasi wie entspannen. Also mindestens 1 Minute, wenn es geht 2 Minuten, je nachdem wie viel Zeit und Lust du hast. Die zweite Übung ist, du musst den Arm strecken und jetzt den Hang gegen runter klappen. Wichtig für den ganzen Bereich vom Arm plus das Handgelenk. Gegen runter klappen, das auch wieder heben, dann kannst du den Hang gegen oben klappen und oben zurückziehen. Sieht also so aus. Du kannst auch den Hang gegen runter klappen und dann hier zurückziehen. Ist ein bisschen ein ekliges Gefühl fürs Gelenk, kannst aber das auch machen, locker anfangen und dann steigern. Das auch für 1 Minute haben. Dann für den ganzen Nackenbereich, für den Halsbereich, kannst du den Kopf auf die Seite ziehen. Hier ist wichtig, die Schultern senken und den Hang unter aufstellen. Hoffen wir sehen es. Genau. So abziehen, dass du wirklich diesen Bereich dehnen. Das auch wieder für 2 Minuten haben. Dann die andere Seite, Schultern wieder bewusst senken. Und wenn du ziehst und plötzlich ist der Zug nicht mehr so gross, kannst du ein bisschen mehr ziehen. Ganz, ganz wichtig, dass du immer quasi das Maximum rausholen kannst. Dann kannst du den Kopf wieder so nehmen, aber ein bisschen gegen vorne. Dann tun wir weiter hinter denen, den Hang wieder gegen abziehen, Schultern gegen abziehen und so haben. Auch wieder für mindestens 1 Minute. Dann die andere Seite auch wieder auf die Seite und ein bisschen gegen vorne, sodass wir den Hinterteil verwischen, Schultern ganz bewusst senken. Dann auch ganz wichtig, die Schultern hinten drehen und hinten runter. Also wichtig, du kommst mit den Schultern führen, du sie gegen hinten drehen und hinten absenken. So tun wir den ganzen Brustbereich auf. Das auch so haben. Du kannst zwischendurch wieder quasi wie Anlauf holen, hinten drehen und schön den ganzen Brustbereich öffnen. Dann, was auch sehr eine gute Übung ist, kennst du sicher noch von Schule, ist Katzenbuckel. Und dann schön Wirbel für Wirbel abrollen, mit dem Kopf aufkommen und ein Halskreuz machen. Und dann kannst du anfangen mit dem Kopf einrollen und wieder Wirbel für Wirbel aufkommen, Katzenbuckel. Und wieder wechseln ins Hohlenkreuz. Und du bewusst dir vorstellen, wie die Wirbelsäule ab und auf geht. Wirbel für Wirbel. Dann kannst du die Beidhänge vor dem Körper zusammenpressen. Was hier wichtig ist, dass du unten wie eine Gerade hast. Also nicht so, sondern wirklich runterkommen mit den Hängen. Schau, dass die Hänge ganz zusammen sind. Und dann kannst du langsam auf die eine Seite runter. Wenn du unten bist mit jedem Ausschnaufen, geht es noch 1 Millimeter weiter. Und dann langsam auf die andere Seite. Unten bleiben mit jedem Ausschnaufen. Geht es noch etwas weiter. Und dann langsam auf die andere Seite. Mach auch das für mindestens 1 Minute, immer links und rechts übergehen. Gut, das wären mal so die wichtigsten Sachen zum Thema, ich sage jetzt mal Oberkörper, wo du darfst täglich dehnen, täglich mobilisieren, täglich bewegen. Hey, viel Spass beim Nachmachen.